Daher, dass ich mit sehr vielen Rollstuhlfahrern, die also wirklich absolut auf ihren Rollstuhl angewiesen sind, lange ausführliche Gespräche geführt habe und sie mir auch ihre Träume und Vorstellungen erzählt haben vom Leben und was sie sich alles noch machen möchten. Und darunter fielen auch die Wörter Freiheit, Abenteuer, Geschwindigkeit. Ein Patient von mir, der mir sagte, also sein Traum wäre, mal Ferrari zu fahren, und zwar einen ganzen Tag und ganz schnell und auch an diesem Tag wirklich alles zu vergessen. Also seine Erkrankung, seine Behinderung, seine Einschränkung, einfach in dem Auto sitzen und die Geschwindigkeit fühlen und spüren und sich gut fühlen. Bis gleich. Ursprünglich kommen wir aus der Ferrari-Vermietung für Fahrschulen, was ja im ersten Moment total verrückt klingt. Aber wir haben es halt so geschafft, dass wir mit Doppelpedalanlagen den Leuten halt eine gefahrlose Fahrt in so einem Ferrari ermöglichen können. Es sitzt halt immer ein erfahrener Instructor dabei, in der Regel ein Fahrlehrer, und somit ist das gefahrlos möglich. Und da wir jeden fahren lassen wollten, haben wir uns gedacht, dass wir das Fahrzeug auch noch als Handicap Fahrzeug umbauen. Und da war es natürlich naheliegend, weil ich aus Dietzenbach komme, die Firma Petri und Lehr einzuschalten. Sie sind auch mit Doppelpedalanlagen, bauen sie normalerweise ein. Und da habe ich halt mit dem Geschäftsführer gesprochen und der war halt gleich Feuer und Flamme und hat gesagt, hier, das machen wir auf jeden Fall. Ja, und so ist der Gedanke entstanden. Was passiert ganz genau hier? Ja, wir werden die Leute auf den Beifahrersitz nehmen und werden hier mal über den Rundkurs vom Sicherheitszentrum düsen und werden dem mal einfach mal ordentlich Emotionen reinbringen, dass sie mal mit Freude mal so ein Ferrari mitfahren können. Schon mal wirklich so ein Traum, dass ich richtig schnell, weil ich mache viel Sport und auch Extremsport, so vom Bungee, vom Bergspringen mit Paragliding und sowas. Und das war jetzt das nächste Extreme, dass ich im Ferrari mitfahre und bin eigentlich so ein Junkie dafür. Ja, man vergisst alles um sich herum, man hört nur noch den Sound und sieht die Strecke und man merkt nur noch, wie jemand in den Sitz gepresst wird. Ich fand es eigentlich sehr ungewöhnlich, weil ich niemals damit gerechnet hätte, hier hinzufahren oder dass ich überhaupt mal mit Ferrari fahren kann. Es hat echt Spaß gemacht heute und noch mehr so eine Highlight, das wäre echt schön.